Wer fickt dich? Ich muss mit dir reden. Und? Wer hält dich davon ab? Alleine. Warum? Der Doktor hat immer alles vor mir besprochen. Wage es nicht, dieses Stück Scheiße um Verzeihung zu bitten. Kein Wort, oder wir pusten dich weg, Mädchen. Er spuckte die Worte förmlich in mein Ohr. Sein Atem roch nach Knoblauch. Ich überlasse es euch Männern, die Welt in Ordnung zu bringen. Augen, Zahn, Zahn. Das ist doch unsere Devise, nicht wahr? Was immer deine Mutter dir flüstern und unterdrängend untersagt hat. Du fängst an, sie in deinen Träumen zu sehen. Bist du taub? Ich habe eben gesagt, ich muss zurücktreten. Ich sehe nicht einmal rum. Aber alle anderen werden es einsehen. Und vor allem diejenigen, die von vornherein gegen jede